In der fünften Aufgabe war diese Gleichung hier für den Strom gegeben und es war gegeben, dass eine Induktivität da sein soll, die 10 Millihenry als Wert hat und dann war noch eben dieses formschöne Diagramm, wie sich der Strom, wie diese Funktion jetzt hier in der Abhängigkeit der Zeit aussieht. So, alles, was man jetzt erstmal eigentlich tun musste, war diese Funktion mal einmal abzuleiten nach der Zeit. Da war auch der Hinweis gegeben, dass man dabei bitte die Produktregel beachten soll, weil das Ganze eben ein Produkt ist, das hier vorne ist, nur ein konstanter Faktor. Da sagt uns die Faktorregel, den können wir mit abschreiben. 10 Ampere pro Millisekunde und dann ist das hier das Produkt und die Ableitung des Produktes geht so, wir nehmen den ersten Faktor abgeleitet, t nach t abgeleitet ist 1, nehmen den zweiten Faktor nicht abgeleitet, das ist die E-Funktion. Und rechnen dann plus den ersten Faktor nicht abgeleitet, also das t mal die zweite Funktion oder den zweiten Faktor abgeleitet, die E-Funktion abgeleitet, bleibt die E-Funktion, aber das ist eine verkettete Funktion. Die äußere Funktion ist die E-Funktion, die innere Funktion ist das hier. Und wir brauchen noch die innere Ableitung. Bei der inneren Ableitung fällt das t weg, weil ja da nur t hoch 1 dasteht und es bleibt eben dieser konstante Faktor minus 1 durch 2 Millisekunden über. Der häufigste Fehler, der dabei passiert ist, ist, ja, die Produktregel wurde nicht beachtet. Oder wenn die Produktregel beachtet wurde, dann wurde diese innere Ableitung hinten vergessen oder halt nur die minus 1 durch minus 2 aufgeschrieben und das Millisekunde vergessen. Oder was zum Beispiel auch ganz gern passiert ist, ist, dass Leute irgendwie aufgeschrieben haben, die Ableitung von einer dreifach verketteten, also dreifach multiplizierten Funktion. Wir haben drei Faktoren, wäre ja dann sowas wie immer ein Faktor abgeleitet mal die anderen beiden plus der zweite Faktor abgeleitet mal die anderen beiden plus der dritte Faktor abgeleitet mal die anderen beiden und haben dann gesagt, okay, das ist der eine Faktor, das ist der zweite Faktor, das ist der dritte Faktor. Und dann war U also 10 Ampere pro Millisekunde und U-Strich, ja, war dann leider nicht 0, so wie das sein sollte, weil das ja eine Konstante ist, sondern war halt auch 10 Ampere pro Millisekunde. Und dann tauchte natürlich in der Ableitung hier ein dritter Summand auf, der da überhaupt gar nicht hingehört. Also bei dieser Ableitung hier, da konnte schon eine ganze Menge schief gehen. So, was man dann im nächsten Schritt machen musste, ist diese Ableitung hier mal 0 setzen. Das 0 setzen, dann können wir hier oben scharf drauf schauen. Ich stelle gerade fest, hier hinten habe ich den Faktor vergessen. Hier müssen natürlich die 10 Milliampere, na, ich mache das anders. Ich mache einfach um das Ganze eine Klammer ringsrum. Weil die 10 Ampere pro Millisekunde gelten natürlich für das Gesamte hier. Ja, und diese Ableitung soll jetzt 0 werden. Also dieser Faktor hier vorne, der kann schon mal nicht 0 werden. Die E-Funktion, die steckt hier in beiden Summanden drin, die könnten wir auch ausklammern. Die E-Funktion kann aber auch nie 0 werden. Das heißt, was jetzt noch überbleibt, wenn wir das Ganze mal 0 setzen, ist eine 1, die hier steht, wenn wir die E-Funktion ausklammern. Und dann mit dem Minus hier gleich aufgeschrieben, minus t durch 2 Millisekunden. So, wenn man das jetzt mal nach t umstellt, also das auf die andere Seite holt und mal 2 Millisekunden rechnet, dann steht da t, das t, wann das hier gilt. Und das ist genau dieses tm hier, weil die Ableitung wird dann 0, wenn man hier solchen Extrempunkt hat, in diesem Fall dieses Maximum hier. Daraus ergibt sich direkt, dass das TM 2 Millisekunden ist. So, und das muss auch ein Maximum sein, weil das zeigt einem ja dieser Graph hier, dass das ein Maximum ist. Das heißt, um nachzuweisen, dass das Maximum ist, bräuchte man jetzt nicht die zweite Ableitung hier nochmal ausrechnen und die nochmal irgendwie schauen, welchen Wert hat die an dieser Stelle. Das ist schon okay. So, jetzt können wir dieses T nehmen und dieses T natürlich wieder rückwärtig hier vorne in die Funktion hier einsetzen. Und dann kommt man halt darauf, der Strom zum Zeitpunkt von diesen 2 Millisekunden, das mal dort alles eingesetzt sind 7,64
Ampere. Und das ist dann genau der Strom, der da der maximale Strom ist zu diesem Zeitpunkt. So, damit war der erste Aufgabenteil auch schon fertig. Im zweiten Aufgabenteil war jetzt nach der Spannung gefragt. Wenn einem jetzt nicht so richtig einfällt, wie ist denn das nochmal mit der Spannung an der Induktivität und wie hängt die vielleicht irgendwie mit dem Strom zusammen, dann kann man ja mal so ein bisschen über die Einheiten nachdenken und sich überlegen, die Einheit von dem L da oben, die Einheit von der Induktivität, die ist Henry. Und Henry, tja, das müsste man natürlich wissen, was Henry ist. Henry ist das gleiche wie Voltsekunde pro Ampere. So, und wenn wir jetzt mal scharf drauf schauen, was für eine Einheit die Ableitung des Stromes hier hat, die wir hier haben. Ich schreibe mal hin, die Einheit von IL' von T. Na, dann sehen wir in der E-Funktion hier, kürze ich Millisekunden oder kürze die Einheit der Zeit gegen die Einheit der Zeit. Da bleibt was Einheitenloses über, auch für die E-Funktion. Das muss auch so sein, weil wir können nur E hoch eine Zahl rechnen und nicht E hoch eine Einheit. Also das bleibt einheitenlos. Das bleibt auch einheitenlos. Dann haben wir hier vorne Ampere pro Millisekunde. Und das hier hinten hat die Einheit der Zeit. Das hat auch die Einheit der Zeit. Hinten kürzen sich auch die Einheiten weg. Das heißt, das hier ist einheitenlos, das hier ist einheitenlos. Das muss auch so sein, weil wir können nur was Einheitenloses plus was Einheitenloses rechnen. Das heißt, diese ganze Klammer hier ist einheitenlos. Das heißt, die Einheit von der zeitlichen Ableitung des Stromes ist Ampere pro Millisekunde oder ich schreibe mal hier einfach nur hin Ampere pro Sekunde. Ja, ist auch ganz logisch. Di nach dt muss die Einheit des Stromes haben durch die Einheit einer Zeit. So, und jetzt kann man so ein bisschen drauf schauen, was kann ich denn jetzt mit dieser Größe, mit dieser Einheit und mit dieser Einheit hier machen, damit am Ende Volt rauskommt. Naja, wenn ich die einfach miteinander multipliziere, na, also die Einheit von L mal die Einheit von IL Strich von T rechne, dann steht da Voltsekunde pro Ampere mal Ampere pro Sekunde, kürze nicht die Amperes weg, kürze nicht die Sekunden weg, bleibt Volt über. Und Volt ist genau die Einheit von der Spannung, die wir jetzt an der Stelle mal haben wollen. Das heißt, auch wenn einem die Gleichung nicht direkt einfällt, über diese Einheitenbetrachtung kann man die sich relativ schnell zusammenbasteln. Die Spannung an der Induktivität ist L mal die Ableitung des Stromes. Und den Strom haben wir oben IL von T genannt, deswegen schreibe ich das jetzt mal auch so hin. So, das heißt, wir müssen eigentlich nur unsere Ableitung hier oben nehmen und müssen die mal das L rechnen. Das L sind 10 Millihenry mal diese 10 Ampere pro Millisekunde. Und jetzt klammere ich mal die E-Funktion hier auch gleich aus, mal E hoch minus T durch 2 Millisekunden. Und mal, ja, das, was dann in der Klammer überbleibt, das wäre halt eine 1 an dieser Stelle und hier eben das minus t durch 2 Millisekunden, so wie wir das eben schon hatten. Ich nehme mal diesen Teil und schiebe den mal jetzt hier runter, damit ich da am Ende noch ein bisschen Platz habe für das Diagramm. Ja, und jetzt könnte man das halt an der Stelle noch ein bisschen vereinfachen und sagen, die Milli und die Milli, die kürzen sich natürlich weg. Das Henry, wie wir gerade schon herausgefunden haben, ist Voltsekunde pro Ampere. Das heißt, hier kürzt sich die Ampere weg, es kürzt nicht die Sekunden weg. Es bleibt schon mal Volt über als Einheit, was ja nicht allzu schlecht ist. Und dann können wir das ein bisschen noch zusammenrechnen und sagen, 10 mal 10, das wären jetzt eben 100 Volt. So, und dann mal die E-Funktion E hoch minus T durch 2 Millisekunden und dann mal 1 minus T durch 2 Millisekunden. So, und dann sollte man das nur noch zeichnen. Um das jetzt zu zeichnen, brauchen wir noch ein Diagramm, was ich jetzt eben mal hier unten male. Das ist wieder die Zeitachse und das soll jetzt die Spannung in Abhängigkeit sein der Zeit.
So, und jetzt muss man sich das so ein bisschen anschauen. Also, was wir jetzt haben, ist ein konstanter Faktor. Wir haben diese 100, wir haben das hier hinten, das ist eine lineare Funktion, die abfällt, und wir haben diese E-Funktion hier. Wenn wir es jetzt mal stückchenweise so ein bisschen zeichnen und sagen, diese E-Funktion. Wie sieht diese E-Funktion aus? Die E-Funktion fällt ab, weil hier ein Minus steht, und die Zeitkonstante sind 2 Millisekunden. Die Zeitkonstante, ich wähle mal hier unten die gleiche Skalierung wie da oben, die wären also hier um, hier wären die 2 Millisekunden. Und wenn wir mal sagen, dieser Faktor 100 Volt, den zeichne ich jetzt mal hier in Rot ein, das wären die 100 Volt, dann brauchen wir für die E-Funktion eine Tangente, und da, wo die Tangente die Asymptote schneidet, hier unten, da ist sozusagen eine Zeitkonstante um, und damit können wir jetzt halt die E-Funktion zeichnen. Also die E-Funktion sieht dann eigentlich so aus. Das ist dieser Anteil, schon mal mit diesen 100 Volt da skaliert. Und jetzt haben wir noch die zweite Funktion, die dazukommt. Die male ich hier mal in blau. So, und da können wir drauf schauen, wenn wir hier für T mal den Wert 0 einsetzen, dann haben wir einfach 1. 1 mal 100 Volt ist auch 100 Volt, da starten wir hier oben. So, und wenn wir jetzt für T mal auch zum Beispiel diesen Wert hier einsetzen, die 2 Millisekunden, steht hier 2 Millisekunden durch 2 Millisekunden ist 1, und 1 minus 1 ist 0. Das heißt, da kommen wir genau hier raus. Und da das ja eine lineare Funktion ist, können wir die auch einfach jetzt sozusagen damit verbinden, mit diesen Punkten, und die hier durchzeichnen und sagen, das ist der zweite Teil der Funktion. So, und jetzt ergibt sich doch die Gesamtfunktion aus der Multiplikation dieser beiden Teile. Also grüner Teil mal blauer Teil. Jetzt gehen mir hier oben langsam die Farben aus. Ich nehme mal dieses Lila. Und ja, also am Ende kommt das mal auf 100 Volt raus. Jetzt rechnen wir aber, das hat ja nur den Wert 1 und das hat auch nur den Wert 1. Wenn wir 1 mal 1 rechnen, bleiben wir bei 1, landen wir an dieser Stelle. So, und jetzt muss die grüne Funktion immer wertmäßig mit der blauen Funktion multipliziert werden. Das heißt, zum Beispiel an dieser Stelle 0 mal irgendwas ist 0. Wir müssen auf jeden Fall bei der 0 landen. Hier haben wir was, was jetzt kleiner wird auf dieser blauen Kurve. Das heißt, die grüne Funktion muss immer kleiner werden, so dass wir halt genau bei dem, also ein bisschen unterhalb dieser blauen und grünen Kurve, so dass wir da genau bei 0 rauskommen. Und hier rechnen wir jetzt eben was Negatives mal was Positives. Das heißt, das muss auf jeden Fall negativ sein. Das hier wird immer größer, aber das hier wird immer kleiner. Und die E-Funktion geht sozusagen stärker gegen 0, als wie das hier groß wird. Das heißt, unser Produkt von den Funktionen nähert sich ja auch wieder der Zeitachse an. So dass diese orange Kurve, nicht orange, Entschuldigung, lilane Kurve, das ist tatsächlich das U von T, was wir jetzt mal hier zeichnen wollten. Ja, und damit ist diese Aufgabe eigentlich vorbei. Also bei diesem zweiten Teil, gerade bei dem Zeichen, da muss man tatsächlich mal ein bisschen nachdenken, wie das aussieht. Ansonsten kann man natürlich auch jetzt mal 1 Millisekunde, 2 Millisekunden, 3 Millisekunden, vielleicht 4 Millisekunden, 5 Millisekunden in seinen Taschenrechner einsetzen, kann sich so ein paar Punkte ausrechnen und kann dann einfach anhand dieser Wertetabelle diese Kurve hier plotten. So, ich habe auch wieder ein bisschen was gelernt über die Elektrotechnik beim Erstellen dieses Videos. Wenn Sie auch was lernen wollen, dann rechnen Sie besser selber nochmal solche Aufgaben durch.